Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview mit Katharina Thurner. Liebe Katharina, herzlich willkommen. Danke, Jan, danke für deine Einladung. Die Einladung zum Tanz hätte ich schon fast gesagt, aber das passt ja auch, weil wir wollen ja irgendwie auch über Spin-Rotationen reden unter anderem und das ist wie ein Tanz. Also deine Einladung hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Jan. Die war überfällig, weil ich hatte dich schon sehr lange auf dem Schirm und ich habe immer gefühlt so viel zu tun, ja. Dass ich immer wieder Sachen auf die Wartebank oder auf Eis legen muss. Und jetzt bin ich eigentlich sehr, ja, dankbar, dass es zustande gekommen ist und dass du auch die Zeit gefunden hast, relativ spontan mit mir dieses Interview, dieses Gespräch zu führen. Und ich denke, das wird für mich sehr anspruchsvoll, weil du hast dich in den letzten Jahren, ich sage jetzt mal, ja, weiterentwickelt, ist das richtige Wort. Und ich glaube, die erste, den Impuls hast du von Giuliana Conforte erhalten, oder? Die Astrophysikerin, die Italienerin. Oder korrigier mich. Vielleicht sagst du gleich, wo der Impuls herkam, dass du so eine Richtungsänderung eingeschlagen hast. Ah, das ist eine gute Frage, aber ich habe eigentlich nicht eine Richtungsänderung. Also ich bin ähnlich wie du, glaube ich, Zeit meines Lebens auf Seminaren, Selbsterfahrung und Pipapo und Tralala. Mich hat gar nichts anderes interessiert, obwohl ich immer wieder ganz große Karriere hätte machen können. Und da bin ich immer abgesprungen, weil ich im Zweifelsfall eher irgendwie in die Tiefe gehen wollte, als irgendwie da oben surfen. Also von daher hätte ich geschworen, ich bin wahnwitzig aufgewacht und aufgeklärt und was weiß ich, verstehst, damals vor 8 Jahren oder sie, ja, 8 Jahren ist es. Und dann bin ich aus dem Ganzen rauskatapultiert worden, aus der Matrix, aus den 3%, aus allem, wovon wir heute auch reden wollen, rauskatapultiert, aber wirklich krass. Da hat nichts mehr gegolten damals für mich. Also da habe ich dann erst kapiert, das war Vorschule oder Kindergarten, was ich vorher erlebt habe, wo ich gedacht habe, oh, bin ich gescheit, weißt du, so schon, das ist im Scherz. Aber da habe ich einfach, ich habe alles ausgemistet, ob Astrologie, Buddhismus, alle Symbole, die Bücher, alles raus. Ich wollte nichts mehr hören und sehen. Ich wollte nur noch in die Stille, nur noch hören, was ist meine innere Stimme. Ich wollte nicht mehr lachen. Dieses ganze österreichische Grießschmarrn und charmant und Ding und gefallen wollen und das hat mich, ich habe immer gesagt, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Also das war damals eine Liebesgeschichte, die komplett, also ein Verrat, dem man sich nicht vorstellen kann, den müsste ich eines Tages mal vielleicht beschreiben, damit man ihn nachvollziehen kann. Weil ein Verrat ist nicht gleich Verrat, sondern es kommt auf die Details an, wie das abläuft. Aber das ist nicht wichtig, sondern was ich sagen wollte, ist, es war ein plötzlich, ich kam mir vor wie Saulus zu Paulus, ja, also ein völliges, plötzliches rauskatapultiert oder reingeschmissen, je nachdem, von welcher Warte man das sieht. Ich habe aber nicht genau kapiert, was mit mir passiert, sondern ich habe dann in den Videos immer wieder anhand meiner Kritzeleien, die ja mittlerweile schon bekannt sind, habe ich immer wieder versucht, das in Worte zu fassen, was hier passiert und es zu entschlüsseln. Insofern weiß ich nicht, ob das richtig ist, dass ich jetzt, warte mal, es kommt mir auf den Punkt, das ist es. Und das wäre eigentlich schon das heutige Thema, weil es geht darum, dass immer mehr wegfällt. Ich bin noch bei der Geopolitik geblieben. Ich habe sehr viel Informationsarbeit diesbezüglich gemacht. Da haben wir ja auch wegen Janich und so noch Kontakt gehabt. Und da war ich noch breiter aufgestellt. Und jetzt im November ist was passiert, dass ich aus dieser geopolitischen Runde vollkommen raus. Da hat mich ja die Führung, meine innere Führung oder die äußere, die Gegebenheiten haben mich dazu gezwungen. Und jetzt bin ich befreit von der Geopolitik und seit dem Jahreswechsel, da war ich unten in den Katakomben von der 12 Apostel-Zeche in Klosterneuburg. Das war wie ein Sternentor, wie das, wo du mit dem Sironias. Hieronymus darüber gesprochen hast. Genau, also wie eine Zeiten, also ich konnte es auch nicht erklären, aber seither ist was passiert. Ich bin in einer anderen Zeit, in einem anderen Raum, der viel realer ist. In dem hier kann ich mich gut bewegen und kann gut alles checken, machen, tun, wenn ich Lust dazu habe. Wenn nicht, dann lasse ich es. Aber das war tatsächlich ein Sprung. Und da hat mir dieses Buch, wie du ganz richtig sagst, von der Giuliana Conforto, was ja schon mehrmals zu mir gekommen ist, das Sonnenkind, gibt es übrigens gratis als PDF, kann ich dir nachher den Link schicken. Dieses Buch hat mich so angeregt, weil ich die Schlüssel gefunden, weißt du, so ein fehlendes Puzzleteil oder den Schlüssel, damit du irgendwie wirklich in die Herzkammer. Wir sind in der Herzkammer. Also sprich immer, immer mehr auf den Punkt, auf den Punkt, auf den Punkt. Also was du jetzt gemeint hast, ist, ich denke, ich bin jetzt am Punkt.
Das beschreibt es vielleicht, ja. Es war eine lange Antwort für eine kurze Frage, aber ich glaube, vielleicht versteht man jetzt eher, was passiert ist, ja. Ja, und ich denke, das können sehr viele nachempfinden, weil man sieht es auch in den alternativen Medien. Also es gibt immer mehr News, vieles wiederholt sich. Also es ist auch ein bisschen wie eine Schlaufe. Ich bin da immer noch dabei, gell? Also es ist auch ein Hobby von mir, dem zu folgen und es zu interpretieren und so. Aber ich habe sehr viele Rückmeldungen, ja, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, vor allem für diejenigen, die vielleicht schon länger auch im Aufwachprozess sind, die ja, möchten sich auch weiterentwickeln, sich lösen von den politischen Umständen im Außen. Und weil wir wissen ja irgendwie alle, dass die Antwort in uns ist, in uns innen drin ist und nicht im Außen. Und das klingt so wie eine Floskel inzwischen, aber das ist genau der Punkt, oder? Ich hatte dir ja lang und breit, hatte ich dir ja irgendwie geschrieben, ne, was ich mir vorstelle. Und da habe ich ja schon gesagt, ich würde gerne mit einigen dieser Floskeln aufräumen, die immer so rauf und runter und ohne so nachzudenken, weil ich merke, wenn sie für mich nicht stimmig sind, dann hinterfrage ich sie und ich mache mich damit natürlich unglaublich unbeliebt bei den einen. Die anderen sagen, ja, mir geht's genauso. Aber es ist alleine schon dieses Wort Aufwachprozess, wo ich merke, ich hätte mich früher wahnwitzig aufgewacht bezeichnet, ja. Und in meiner Umgebung gibt es unglaublich informierte Aufgewachte, ja. Also die wissen wirklich genau. Ich meine, ich wusste über die FED schon Bescheid. Du weißt schon, Herrn van Helsing und wie auch immer. Ich wusste alles, ja. Ich war so ein Obergescheite. Oh mein Gott, ich glaube, ich war mir selber unsympathisch früher. Nein, Scherz. Irgendwann einmal in so einer dazwischen. Ganz als Kind ist man ja anders, aber dann später. Aber ich habe gemerkt, es dreht sich um. Überhaupt sind wir hier wirklich in der Umkehrung. Weil es kommt darauf an, von welcher Seite man drauf schaut. Weil eines merke ich, ich werde, was diese Welt betrifft, immer mehr in Schlaf versetzt. Sie interessiert mich immer weniger. Ich gehe mit diesem weichen Blick, mit dem ich auch male, weißt du, das ist dieser Aurasehenblick, so mit diesem, gell? Mit dem gehe ich so durch die Welt und nehme nur wahr, was unbedingt notwendig ist und alles andere zieht vorbei. Auch die Telegram-Kanäle und die ganzen News. Und dadurch ist es mir aber noch viel mehr möglich, es zu durchdringen, weil das ist ja alles nur Gewaber, weißt du, diese ganzen. Der ganze Kladderadatsch und diese ganze Kakophonie und so weiter, das ist alles so Ablenkung. Und wenn du hier so in deiner Entspannung bist, also das Gegenteil von aufgewacht, ich würde es somnambul nennen, ja, schlafwandlerisch, dann ist es dir aber möglich, quasi durch eine Art inneren Sensor es zu durchdringen und zu erkennen, worauf es wirklich geht, worum es wirklich geht, und das immer wieder beim Punkt. Weil ich merke, es geht immer darum, den Punkt zu treffen. Das ist der Punkt. Das fasziniert mich, weißt du. Egal, ob das eine blöde Alltagssituation ist, wo ich mir denke, was ist jetzt hier worum geht's jetzt hier, ne? Also ich will damit nicht nur hochphilosophische und hochspirituelle Dinge, sondern auch, wenn mir meine Kinder irgendeine Problematik, eine logistische oder sonst was, dann frage ich mich, was ist hier der Punkt? Worum geht's hier eigentlich? Und es ist ein gutes Gefühl, immer da durchzudringen, weißt du. Aber das geht nur, wenn du durch diese ganze komische Kakophonie und so, durch die ganze Abwechslung, wenn du dich davon nicht rausbringen lässt. Ja, das Leben wird viel einfacher, wenn man es sich so führen lässt. Und es ist ja auch eine Kunst quasi, das ganze Heu und so, also die Spreu vom Weizen zu trennen. Und im Außen ist das eben, das führt dann im Außen gell, oft eben zu Diskussionen, sogar zu Streitereien, Debatten, weil im Außen alles von verschiedenen Sichten beleuchtet werden kann. Aber wenn man in Harmonie mit diesem Punkt quasi ist, also diesen Filter, diese Brille für sich trägt, dann kann man viel einfacher durch navigieren und man kann auch akzeptieren, wenn andere vielleicht eine andere Brille aufhaben wie wir. Also das sind so meine Empfindungen. Ja, weißt du, was andere machen, ist sowieso ihre Sache. Also ich bin hier nicht, um irgendwie jetzt missionarstätig zu sein, sondern ich biete etwas an und die damit etwas anfangen können oder die zu meinem Clan gehören. Da gibt's auch so ein Wort dafür, oder? Mein Claim oder so, wie bei den Schotten, weißt du so. Na, so eine Seelengemeinschaft. Da bin halt nur zufälligerweise ich diejenige, die jetzt ihren Rüssel raushält und ihre Gosche aufreißt, also die sich hier präsentiert. Aber ansonsten ist das ja wir sind ja eine Gruppe. Aber ich glaube schon, dass ich ein General war. Also ich merke schon, in Kriegszeiten, wenn es eng wird, kommt der General bei mir durch. Also ich bin normalerweise ganz, ganz easygoing und entspannt. Aber wenn es eng wird, dann bin ich diejenige, die sagt, du machst das, du machst das, du machst das. Und jetzt kommt der, und dann bin ich ganz klar. Also so der ehemalige General. Und ich habe so den Eindruck, dass es jetzt
Also, dass ich auch da an dem Punkt bin, dass ich dahin geführt wurde, dass es jetzt nur noch darum geht, General und Hebamme zu sein. Also, und das ganz, also die Kombination, versteht, weil eine Hebamme hat ja auch viel von einem General, wenn wir ehrlich sind, ne? Weil die sagt auch, jetzt ist aber Schluss hier, jetzt wird hier nicht mehr diskutiert, jetzt zur Sache, weißt du so. Und ich denke, das ist etwas, was mich, ich sage jetzt mal, nehme ich das Wort, ja, ich sage jetzt mal wirklich das Wort ganz bewusst auszeichnet. Das geht natürlich auch anderen ganz schön auf den Keks, weil ich habe es überhaupt nicht mit der ganzen Toleranz im Sinne von, die können alle machen, was sie wollen, solange sie meine, da bin ich wie Diogenes, oder? Der war doch das, geh mir aus der Sonne. Also wenn sie meine Kreise stören, dann haben sie irgendwie schlechte Karten. Also wenn sie mich an meiner Arbeit hindern, ja. Also wenn mir einer reinreden will, ich lasse mir nicht reinreden, weil ich bin eins mit meiner Führung und da muss schon viel passieren. Also jemand, der so ein geniales Buch schreibt, ja, da lasse ich mich gerne dann davon, ich weiß gar nicht, ob beeinflussen, aber es geht an mich ran. Dann gibt es auch einige, Robin Kaiser zum Beispiel, aber das ist nicht, dass er mir reinpfuscht, sondern ich denke nur, oh, das geht in Resonanz, weißt du, oder eben auch dein Gespräch, das ich ja dann auch geteilt habe mit dem Sironias, ne, habe ich auch gemerkt, oh, das geht in Resonanz. Aber dass mir jemand sagt, was zu tun ist, da muss, also das passiert nicht so schnell. Und diskutieren und argumentieren, muss ich sagen, da bin ich ausgestiegen. Schon vor 8 Jahren, weil, und zwar, weil ich habe dir ja gesagt, es ist ein Ausmistprozess. Wir sind alle so dick und fett, ja, und stehen mit all diesen Emotionen, mit all diesen Gedanken, mit all diesen Glaubenssätzen, diesen egregorialen Mustern und diesen ganzen Sehnsüchten und Hoffnungen und ich weiß nicht was und Träume und Schmerzkörper und was weiß ich. Wir sind so beladen, ja. Und so kommen wir da nie durch. Wir stehen in der Tür wie ein dickes Michelin-Männchen und stehen komplett im Weg. Und ich weiß, dass ich meinen Weg nur gehen kann, wenn ich ihn ganz, ganz klar, ich habe das schon gestern erzählt, da hat eine gemeint, das Schwert wäre nur zum Kämpfen oder zum Verteidigen geeignet. Und da habe ich gemerkt, nein, ich benutze das Schwert ganz anders. Ich benutze das Schwert zur Klarheit. Einfach abschneiden, was nicht dazugehört, muss weg. Und dann habe ich die Klarheit. Und wenn du die Klarheit hast, brauchst du nicht mehr kämpfen, weil dann hast du die Durchsetzung durch deine Klarheit. Und das verstehen viele nicht, weil die wollen immer argumentieren, diskutieren, ja, die Meinung und jene Meinung und Ding. Und dann sagen sie, das ist Zensur, wenn ich das bei mir unten weg, weil ich sage, nö, Wildwuchs will ich nicht, kein Dschungel. Nein, bei mir geht's nur direntissima durch. Also Aber das anders hat. kommen wir da nicht durch, weil jetzt geht's nämlich an einem, wir sind an einem Dead End und jetzt geht's, da können wir gerne dann noch darauf eingehen, um den zweiten Geburtsprozess, um eine kosmische Geburt, darum geht's ja. Gerne. Ich wollte kurz was kommentieren. Also mit deiner, ja, mit diesem Schwert. Damit du verunsicherst wahrscheinlich auch andere Menschen und das sind dann genau diejenigen, die dann angreifen oder nörgeln, weil sie ihre eigene Unsicherheit dann quasi verarbeiten müssen. Also das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also das ist jetzt keine Kritik an Leute, die eben kritisch kommentieren oder so. Macht's das gerne. Aber denkt auch drüber nach, warum ihr getriggert wurdet. Warum, ja, also quasi. Und das andere, der anderen Kommentar, den ich auch noch geben wollte, ist, das war ein super Tipp eigentlich an alle Zuschauer. Also erst sollten eigentlich alle das so machen wie du. Also wirklich ganz klar für sich entscheiden oder wissen, wo es lang geht und dann eben auch konsequent sein in seiner Linie und sich nicht von anderen eben unverunsichern lassen oder überall hier ein bisschen, sondern authentisch sein, ja. Und das ist, glaube ich, im Zeichen der Zeit jetzt auch. Das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Die Gewohnheiten habe ich übrigens noch vergessen, weil die sind ganz groß. Also die meisten Menschen sind 100%, fast zu 100% in ihren Gewohnheiten. Und was du jetzt gesagt hast, die meisten sind unklar. Sie sind unsicher. Und sie wissen nicht. Und dann machen sie dieses Try and Error und dann gehen sie auch alle natürlich, also dann wird dann, also dieses ewige Fühlen, ja. Ich meine, es ist total cool zu fühlen. Das ist ein Gegenspruch oder ein Gegenteil, ha? Das ist cool zu fühlen. Das ist irgendwie absurd. Ich habe gerne die Paradoxien. Aber nur im Fühlen, ja. Wenn du nur im Fühlen bist, dann kommst du nicht in die Klarheit, logischerweise, weil das ist ganz breit und waberig und nebelig und wabernd, ne? Das ist nicht klar. Und die meisten, wenn sie unsicher sind, flüchten sich ins Fühlen und in eine Pseudoliebe, ja, das ist ja so vom Herzen und ich meine es doch nur gut und ich mache mir halt Sorgen und ich bin ja ganz bei dir und dann wird es immer breiter, breiter, breiter und am Ende bist du irgendwie in einem riesen ausgelaugten, ausgedehnten Pfad, der sowas von abgetrampelt ist und kommst nicht weiter.
Und ich denke, das ist was, die einen nehme ich, ich habe ganz viele, die mir sagen, wow, als du damals angefangen hast zu sagen, auf die Hundedecke, ab auf die Hundedecke, das bezog sich natürlich nicht auf den göttlichen, wunderbaren Menschen, sondern das bezog sich auf irgendwelche Wesenheiten. Ich glaube, der Seronias hätte sie Azuras bezeichnet oder irgend sowas, ne? Auf irgendwelche solche Wesenheiten, die hier die ganze Zeit irgendwie einen vom Weg abbringen. Und da sage ich, habe ich immer schon gesagt, ab auf die Hundedecke. Und da wurde ich natürlich kritisiert, weil Frauen vor allem haben gesagt, oh, die hat mich auf die Hundedecke geschickt. Habe ich gesagt, oh, identifizierst du dich leicht mit diesen Wesenheiten? Aber viele haben mir bestätigt, dass ihnen das geholfen hat, in ihrer Familie, in der Partnerschaft, und auch viele Frauen sind ja tatsächlich, also vor allem Frauen, glaube ich, sind halt sehr weich und sehr. Und die haben auch so ein Bild, was es bedeutet, eine gute Frau zu sein, eine liebevolle Frau, einem Herzen zu sein, ne? Nämlich immer nur Ja und Amen. Und da habe ich viel Feedback bekommen, dass mir die gesagt haben, dass ihnen das leichter gefallen ist, die Dinge einfach auf den Punkt zu bringen und sich da auch mal durchzusetzen. Eben durch die Klarheit, ja, wie du das ja auch schon gesagt hast. Ja, es braucht ja immer nur, es braucht immer zwei für Konflikte. Und wenn man zu viel zulässt, dann kann man dann auch nicht jammern, wenn einem zu viel angetan wird. Ja, also das wird oft, also je klarer man sich aufstellt, desto weniger wird man auch angegriffen, würde ich jetzt mal behaupten. Also, Genau, oder? aber wichtig ist, Jan, ich denke, das ist der springende Punkt. Wir können nicht von uns erwarten, dass wir gleich in der Klarheit sind. Und ich glaube, was mich vielleicht von manchen unterscheidet, dass ich diesen Anspruch gar nicht an mich habe, sondern ich weiß, wenn ich eine Situation, kompakt, nein, also wenn sie so vielschichtig ist, ja, wenn so viel zusammenkommt und es ist nur noch irgendwie, ah, nichts passt zusammen, wie so, wo nichts zusammenpasst, ja, dann nehme ich das erstmal wahr, wie es ist und stehe dazu, dass ich jetzt die Lösung nicht habe in dem Moment. In dem Wissen, dass die Lösung zu mir kommt, ich werde sie immer finden, nur vielleicht nicht da, wo ich danach suche und suchen tue ich es eh nicht, sondern ich bin bereit. Aktiv bereit oder passiv bereit, je nachdem. Und zur rechten Zeit löst es sich. Und natürlich mache ich da meinen Teil. Also ich schlafe nicht oder vielleicht schlafe ich doch, weil im Schlaf wird es mir besser gegeben. Das ist eine sehr spannende Frage mit dem Wach oder Schlafen. Aber ich weiß, es löst sich dann. Und dann bekomme ich immer mehr Durchblick. Ich durchdringe es immer mehr mit meinem Geist. Auch manchmal mit dem Intellekt, aber vor allem mit dem Geist. Und ich merke, die Situationen können noch so komplett verworren sein, ja. Und dann kommst du an den Punkt, wo wie Alexander mit dem gordischen Knoten, wo du es durchschneiden kannst. Und wir haben, denke ich, diesen Anspruch, ja, an uns, dass wir immer die Lösung gleich haben müssen. Und meine Kinder wissen das, weil wenn die mit mir telefonieren, dann merken die auch, also, oder wenn ich eine astrologische Beratung mache, ich habe auch nicht gleich jetzt alle, ich mache das nicht vorher und bereite das vor, sondern das entwickelt sich also dem Gehenden erschließt sich der Weg unter den Füßen. Und im Gespräch mit meinen Kindern, dann frage ich etwas, dann erzählen sie etwas, dann sagen sie etwas, dann, ah, Moment, da geht's lang, da geht's lang. Ah, wie, ich habe es mal verglichen mit so einem Safe-Knacker, weißt du, wenn er, ah, da, ja, das ist, ah, so. So kommt mir das vor. Und oft ist es dann tatsächlich so, am Ende des Gesprächs ist es auf einmal völlig klar. Aber es kann auch sein, dass es ein paar Tage dauert, nur es geht viel schneller. Früher hat es viel länger gedauert. Ja. Bevor wir quasi ins Thema Ja. reinstechen, ich kann das auch bestätigen. Also ich mache das so, wenn ich ein Problem, eine Herausforderung, ein Problem habe, ich fokussiere mich darauf bis zum Kopfzerbrechen und dann lasse ich das gehen und im Bewusstsein, dass es dann von selbst sich löst, also dass ich dann die Lösung sehe oder dass die kommt und ich versuche das auch zu interpretieren. Ich glaube, wenn man auf etwas fokussiert, dann gibt man wie eine Intention ins Feld, sehr scharf, fast auch wie ein Laser beim Fokussieren. Und wenn man es dann loslässt, ist die Intention, die wandert weiter und dann verschwört sich quasi das Universum, um dir die Antwort auf die Intention, die du rausgehauen hast, ja, zu geben. Irgendwie so stelle ich mir das vor und es funktioniert eigentlich sehr gut, ja, bei mir jetzt. Ja. Das ist spannend, weil was du beschreibst, ist die skorpionische Art zu entspannen.
Also, du musst jetzt nicht Skorpion dafür sein, sondern jeder hat ja irgendwo diese plutonisch-skorpionische. Also, mein Mann war Skorpion, der hat überhaupt nicht an Astrologie geglaubt, aber der hat mir erzählt, wenn er sich entspannen wollte, hat er sich vorgestellt, er ist auf einer ganz, ganz hohen Brücke unter sich das Wasser und dann stürzt er sich da hinunter und der Moment, wo er am Wasser aufprallt, das entspannt ihn. Und als ich von Thorvald Detlefsen damals, als ich Anfang 20 war, die ganzen Meditationen habe ich mir alle gegeben, weil das hat mich interessiert für die einzelnen Tierkreiszeichen. Und überall hieß es, legen Sie sich hin, entspannen Sie sich, lassen Sie los. Und nur beim Skorpion war, spannen Sie alles an, bis es nicht mehr geht und dann lassen Sie los. Also diese, also das hast du jetzt gerade beschrieben, dass wir sozusagen die äußerste Anspannung ist eine Möglichkeit, aber mir ist das zu anstrengend. Also ich fokussiere mich da nicht. Ich drücke es schon aus, dass ich ans Universum gebe, okay, das ist jetzt also eine Bestandsaufnahme, ne? Das ist das Problem und ich hätte es gerne gelöst, ja. Das ist die Willenserklärung sozusagen. Aber dann entspanne ich, lasse ich los, bis irgendwoher, dann kommt der Impuls. Und an dem Impuls, und so mache ich ja auch meine Sendungen, weißt du, der Impuls kommt, ah ja, und dann entwickelt sich das weiter. Das ist vielleicht die Methode für Fortgeschrittene. Ich werde die auch mal versuchen. Ja, ich habe da viele Sendungen, weißt du, ich habe ja zu dir vorgeschlagen, dass wir auch jetzt irgendwie von dem hier ausgehen und ich habe so viele Sendungen in letzter Zeit gemacht, wo wir auch immer von dem Buch ausgegangen sind, aber von, du kannst, es ist wie ein Spinnennetz oder wie etwas, was angestoßen wird, eine Symphonie, ich glaube, das ist besser. Es ist ein Klang angestoßen und es sind ganz viele Klänge, also es sind so viele Räume, da kann man endlos herumgehen und es wird nicht wiederholen, nicht redundant, weißt du, es ist immer noch, es führt dich in ganz verschiedene Räume. Und deswegen habe ich gesagt, ach ja, lass uns doch auch einmal von da aus losgehen, weil wenn ich etwas erkenne, dann, dass wir kollektiv, und du hast es ja gesagt, es passiert jetzt bei vielen. Wir sind an, wie ich es genannt habe, einem Dead End, also im Sinne von an einem Punkt, wo es jetzt tatsächlich darum geht, dass wir eine Geburt erleben, aber es ist die kosmische Geburt, es ist nicht die menschliche Geburt. Und was wir hier erleben, sowohl in den weltlichen Medien als auch in den Alternativen, ist, dass sie überall total Panik machen, weil es darum geht, den Uterus zu verlassen. Verstehst du? Die wollen ein Stück, wie die Ingrid Rasselenberg das immer so schön sagt, die wollen ein Stück Nabelschnur sich mitnehmen und daran nuckeln, damit sie überleben können. Und wollen irgendwie möglichst die ganze Gebärmutter mitnehmen und die Plazenta und was weiß ich, um sicher zu sein. Und das ist natürlich absurd. Und wenn ich hatte das gestern, ich habe ja gestern mit zwei Frauen, also so eine Dreier-Damengespräch oder Frauengespräch oder Weibergespräch gehabt. Und da kamen wir immer wieder auf, ja, also weil das ist ja schwierig, das loszulassen. Ne? Die meisten sind immer in ihrem Emotionalkörper oder in dieser Geschichte von Mann-Frau oder so. Und da habe ich dann irgendwann einmal dann aufgezeichnet, weil mir das in dem Moment bewusst geworden ist, wohin wir, von wo wir uns hinaus entwickeln. Das hat jetzt die Giuliana Conforto, glaube ich, so nicht in ihrem Buch. Das ist dann schon eine Weiterentwicklung. Aber ich würde dir das gerne, darf ich dir das einfach mal kurz zeigen? Gerne, ja, sehr Ich bin ja gerne. immer so eine Kritzlerin, gell? Also du weißt ja, dass wir, wenn das jetzt der Hirnstamm ist, ja, da haben wir ja zuerst dieses Reptilien- oder primitives Gehirn, ja. Dann haben wir das limbische oder emotionale Gehirn, ja, wo die ganzen Emotionen sind. Und dann erst entwickelt sich daraus, und das ist das, was die Giuliana Conforto dann mit diesen zwei Hälften von einem Apfel, also was sich auch im Weltall, also das wie innen so außen. Also ich gehe jetzt von unserem Hirn aus, aber sie beschreibt es auch in Bezug auf das Universum oder auf unsere Erde. Genau, aber das interessiert mich jetzt heute, glaube ich, weniger. Also hier haben wir diesen Neokortex. Und dieser Neokortex ist ja nicht von ungefähr gespalten und auf den sind wir ja so stolz, weil dort sind ja die ganzen grauen Gehirnzellen, das ist ein. Und das, was rundherum ist, die weiße Substanz, die wird ja als Junk-DNA bezeichnet. Ne? Wobei das ja das ist, was eigentlich, was das Paradies ausmacht. Ja, aber da sind wir noch nicht. Aber was ich sagen wollte, ist hier im Neokortex, ja, da hast du das ist komplett steif verkalkt und vollgestopft mit allerlei Wissen, was gleich Müll ist. Und das ist das, was sie. In einer anderen Darstellung kann man das dann sehen mit diesen 3%, was sie bezeichnet. Ich hatte das jetzt gestern gerade. Sie sagt ja, na, hier sind wir, 3% ist nur, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Also sprich, das ist der Neokortex, was wir sehen können, was wir wissenschaftlich
ermessen können und überhaupt, was für uns Realität ist. Und wir bewegen uns, ne? Die meisten Menschen bewegen sich zu 100% in diesen 3%, ja. Das ist dann dieses abgespaltene so. Und 97% ist im Universum draußen schwarze Materie oder in unserem Hirn weiße Substanz. Und das wird ja auch Leim genannt. Das finde ich irgendwie, the glue. I don't have a clue, fällt mir da irgendwie ein. Ne? Oder ja, also das ist noch überhaupt nicht erforscht, nur dass einfach die Giuliana Conforto immer wieder sagt, hier und das, über was wir jetzt gerade gesprochen haben, Jan, das ist das, was hier stattfindet. Hier wird nämlich die Ursache gelegt. Hier ist, wo manifestiert wird. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, dass wir uns mit unserem komischen kleinen Hirn hier, mit unserem primitiven Neokortex irgendwas ausdenken, was wir gerne hätten. Ich hätte jetzt gerne einen Staubsauger und dann manifestieren wir ihren Scherz, aber in die so ähnlich. Oder eine tolle Frau oder einen tollen Macker oder ich weiß nicht, was irgendwas. Also es ist völlig idiotisch, weil das brauchen wir gar nicht, ne? Weil wir kommen, das ist viel zu groß für uns, da können wir uns nur hingeben. Aber worum es mir geht, ist, dass wir jetzt die Geburt haben, ja, also die Entbindung, wo wir aus dieser, weil das alles ist 3%, das macht nur 3% aus. Und das hier ist kosmisch, das ist das, was Giordano, diese 97% ist das, was Giordano Bruno die Unendlichkeit nennt, wobei das ja auch in einer Sphäre ist, weißt du, weil die Unendlichkeit kannst du ja nicht definieren, die ist ja unendlich. Aber wir nehmen hier eine Sphäre einfach, damit wir einen Bezugspunkt haben und sagen, okay, jetzt geht es darum, dass wir hier durchtreten. Also das kann nicht zu uns kommen, sondern wir müssen die Barriere, also hier haben wir diesen Van Allen-Gürtel, wäre das jetzt bei der Erde, oder wir haben eben das elektromagnetische Feld oder in uns eben unsere ganzen Überzeugungen und unsere ganzen Dogmen und Ideologien und auch Hoffnungen und was weiß ich. Das ist das, was uns abhält. Und jetzt geht es darum, dass wir hier in diese 97% eben jetzt hineingehen. Und dafür geht es darum, dass wir hier wirklich entmüllen und raushauen, was nur geht. Denn sonst sind wir zu dick und kommen da nicht durch. Aber was ich wirklich erkenne, ist, dass es jetzt an dem Punkt ist, wo dieser Übertritt stattfindet, in ein geistiges Universum. Und mir fällt noch als Beispiel auf, ja, weil so viele Telegram-Kanäle und ich ja auch, ich meine, ich habe ja auch immer berichtet, weißt du, Berichte, 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 was findet hier statt, ne? Was findet hier statt? Da ist der Autounfall, da hat der das gemacht, der da, da und wir hoffen und wir drehen uns hier im Kreis. Und es gibt diese seltsame Geschichte, dass jemand unter einer Laterne im Dunkeln, also seinen Schlüssel sucht und er findet ihn nicht und der andere sagt, bist du sicher, dass du ihn hier verloren hast? Nein, aber hier habe ich Licht. Und wir suchen nur hier in diesen 3% und darauf fokussieren wir uns und das ist völlig egal, ob das jetzt die Alternativen oder die Spirituellen sind oder die Psycho-Nummer, weißt du, weil die Psyche ist auch hier in den 3%. Und das ist einfach jetzt, das ist jetzt im wahrsten Sinne überholt, wie du das ja auch schon ganz richtig gesagt hast, weil da brauchen wir auch nicht permanent herum. Also wenn jetzt noch irgendwie jemand denkt, also stell dir vor, es ist kurz vor der Entbindung und da sind zwei Zwillinge drin und der eine Zwilling sagt zum anderen, du weißt du was, jetzt machen wir hier mal groß putzen und dann tun wir da irgendwie nur den Schlauch anders legen und das tun wir reinigen und das tun wir säubern und was weiß ich. Weißt du, das ist völlig idiotisch. Also das wird mir einfach immer mehr bewusst. Wir gehen sowieso. Wir treten da raus. Das heißt, wir brauchen an dieser Welt nicht herummanikürieren oder die irgendwie ein bisschen zu verbessern oder an ein Parlament zu schreiben. Würdet ihr bitte die Petition hier berücksichtigen oder sonst irgendwas? Davon bin ich überzeugt und zwar deswegen, überzeugt ist eigentlich nicht ein guter Ausdruck, sondern ich wurde dahin geführt. Wie du ganz richtig sagst, das ist ein Weg, weil ich konnte früher mit so Channeling oder sowas überhaupt nichts anfangen, aber jetzt, das ist auch kein Channeling, sondern das ist einfach eine klare Ansage, die ich bekomme. Ah, so wie Moses, ich meine nicht, dass ich mich jetzt als Moses bezeichne, um Gottes Willen, aber der hat ja irgendwie auch die da durch das Wasser führen müssen. Ja, irgendwie habe ich hier für meine kleine Gruppe offensichtlich einen Auftrag, dass ich die jetzt da irgendwie gut darüber bringe. Also ich kann sie eh nicht bringen, es ist ein falsches Bild, es ist nur ein bisschen Hebamme spielen oder so, ne? Weil die machen das ja selber. Ja, wollte ich nur einfach anmerken, weil ich glaube, die meisten haben das nicht auf dem Schirm. Die tun hier immer noch irgendwie die Wände weißeln und meinen, ach, dann ist der Schimmel da unter. Weil es ist ja logisch, ein System, was zu Ende geht, eine Plazenta, die zu Ende geht, die nicht mehr tauglich ist, die wird kaputt werden und sie wird giftig werden. Und es ist auch völlig idiotisch jetzt zu sagen, oh, wir haben was falsch gemacht. Da war nichts verkehrt. Die Plazenta hat 9 Monate lang gut gedient. Und wie lange jetzt unsere Erde, so wie sie jetzt ist, die Matrixwelt, wie lange die jetzt gedient hat, das ist wurscht, aber sie hat jetzt ausgedient.
Das heißt, es war kein Fehler. Sie hat gedient, solange es ihre Zeit war. Und jetzt ist die Zeit abgelaufen. Ich wollte noch kurz auf etwas hinweisen. Du hast gesagt, die in dem Gehirn, also der interessante Teil ist die weiße Substanz. Und ironischerweise im Außen ist es, entspricht sie der dunklen Materie. Also wir haben hier dieses Schwarz-Weiß. Genau. Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht, warum das so konträr oder paradox Ja, weil gedeutet wird? du kannst beides, also du kannst weder das eine noch das andere sehen, wenn wir haben mehrere Sendungen jetzt gemacht über Eros und Psyche. Das ist ganz lustig, weil Eros ist, also bei Eros ist, geht es auch um nicht sehen können oder sehen können. Und wir haben einfach festgestellt, wenn Eros die 97% ist und die Psyche in den 3% ist, der Eros wabert herum und hat überhaupt keinen Halt, weiß nichts über die Liebe als Liebesgott und ist völlig verloren. Und erst indem er Psyche kennenlernt und sich an ihr abarbeitet, quasi verankert er sich. Und umgekehrt, die Psyche wird ja durch ihn zu Gott, also zum göttlichen Wesen. Die steckt hier drin im Gefängnis. Also sprich, du kannst weder, also das Weiße kannst du nicht sehen. Das ist, wenn es nur weiß ist, ist es wie wenn du nur Licht siehst, du siehst gar nichts. Ne? Weißer Affe auf weißem Hintergrund. Du siehst gar nichts. Es ist, und von daher ist das ganze Potenzial theoretisch da, aber es muss aktiviert werden. Es muss irgend durch einen Klang oder eine andere physikalische Entität aktiviert werden, weil wenn es nur wie ein Ozean brach liegt, kannst du es nicht sehen. Erst indem da ein Impuls reinkommt und Bewegung entsteht, und da sind wir bei dem Spin, weil alles ist Bewegung, dann kannst du es sehen. Und bei Schwarz ist es ja genau dasselbe. Schwarz ist nicht gleich schwarz. Wenn du in die schwarze Materie, also im Universum drumherum, ist die schwarz, nennt man das die schwarze Materie, wenn du da hineingehst, in einen schwarzen Punkt sozusagen, wird er beleuchtet. Und ich denke, das ist der springende Punkt. Der Schalter ist in uns. Nur wir können, der Schalter kann nur von innen angemacht werden. Das Licht kann nur von innen her. Das heißt also, solange bleibt es schwarz, ne, drumherum, weil das irgendwie geschieden ist. Ja, ich meine, natürlich auch durch diese elektromagnetischen Gürtel. Das heißt ja auch, Licht wird von der Dunkelheit geschieden, ne? Das ist ja auch in der Schöpfungsgeschichte so drinnen, ne? Glaube ich. Also ich vertraue dir da. Ich weiß es Ja, nicht. und was jetzt halt passiert, ist diese ganzen festen Barrieren, ja, diese Schallmauern, die werden, also sowohl, also vor allem durch den elektromagnetische, durch den Elektromagnetismus, das macht, dass da ein Vorhang dazwischen ist. Davon reden ja auch die Maya, ne? Die Illusion. Also davon reden ja alle, dass das jetzt ganz, es greift immer mehr rüber. Es greift immer mehr rüber und es kommt hier Differenzierung rein, es kommt Bewegung rein und dann können wir es erkennen. Und es ist egal, wenn du nur an einem Punkt etwas erkennst. Deswegen sage ich, das ganze Leben, der ganze Alltag ist Ritual. Es ist völlig egal, was ich mache, weißt du, an welchem Punkt ich anfange. Es wird etwas in Schwingung gesetzt und dadurch wird etwas in Bewegung gesetzt. Und das ist ja dann das, was du vorher gesagt hast, dass sich das ganze Universum verschwört, um uns oder dich oder mich zu einer Lösung zu, die Lösung uns zuzuführen. Ja, genau. Könnte man das so einfach runterbrechen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt seit Jahren Mainstream-Medien konsumieren und glaube, dass das die Welt ist. Und dann kommt einer daher und sagt mir, du, 9/11 war ein Inside-Job. Das ist dann wie eine Information, die außerhalb meiner Wahrnehmung liegt. Also das war für mich undenkbar. Und in dem Moment, wo ich mit dieser Information in Resonanz gehe, dann entsteht dann erkenne ich viel mehr plötzlich. Also ich habe da einen Satz quasi, 9/11 gleich Inside Job, und daraus entsteht dann, okay, wer steckt dahinter? Also, dass man da quasi. Ich glaube es nicht, Jan. Ich glaube es nicht, weil, schau mal, aus eigener, ich erzähle ja hier alles aus eigener Erfahrung. Meine Erfahrung war ja, ich wusste über
über die Fed und so weiter, über das Finanzsystem. Ich wusste über alles Bescheid. Aber hat es etwas wirklich, ich war trotzdem gefangen in diesen 3%. Das ist, was du jetzt gerade beschreibst, ist letztendlich, wir suchen unter der Laterne den Schlüssel, ja. Also ich weiß zwar nicht genau, was ich untersuche, aber das dafür ganz genau. Wir bewegen uns da immer nur, die ganzen Informationen, ja, wir bewegen uns immer nur hier in dem, was wir messen, auch erklären. Also in der Welt der Phänomene, ne? Der sichtbaren Phänomene. 9-11 ist ein Event, das eindeutig hier stattfindet. Und ich meine, was anderes ist, wenn dir etwas passiert, also nehmen wir an, du warst bei 9-11 dabei und es ist für dich etwas Unglaubliches dort passiert, so wie in meinem Leben eben, was dich emotional so erschüttert, dass du quasi dein ganzes Korsett verlierst. Na, also du bist dann auf einmal nur noch Gerüst, du bist nur noch Skelett, ne? Aufs Wesentliche zurückgeworfen. Und dann katapultiert es dich raus. Aber das wird eine Information nicht machen. Eine Information ist ja etwas, was wir nur mit dem Neokortex aufnehmen. Weißt du, und da haben wir dann alles. Ich meine, ich kann auch unheimlich gescheit daherreden, aber ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob das irgendwie noch was. Also das ist alles so Schnee von gestern, weißt du? Das lockt mich nicht mehr vom Ofenloch hervor, dass ich jetzt irgendwie, es ist nett, dass jetzt irgendwie QAnon irgendwie fast schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, bewiesen ist, ne, mit Durham und so weiter, ist nett, das kriege ich am Rande mit, aber es lockt mich nicht, also ich bin schon weitergezogen, weißt du, weil wenn du dann an einem Punkt, wenn du am Punkt der Entbindung bist, ja, dann ist dir das völlig wurscht, wer dich da jetzt geschwängert hat oder was in der dritten Woche passiert ist oder so, weil da ganz im Augenblick, weißt du. Okay. Ja, also es geht eigentlich also darum, es sind nicht Informationen, die uns quasi triggern, aus diesen 3% rauszukommen, sondern oder was sind, weißt du, ich versuche das so greifbar zu machen, dass die Zuschauer, die auch aus diesen 3% raus wollen, Ja. Ah, okay. Ja, genau. Also es ist ein wir sind hier tatsächlich, weil das fand ich jetzt gut spannend, dass du von diesem Schwarz-Weiß gesprochen hast, weil da wären wir ja bei der Fotografie und das ist ja ein Umkehr, sowohl in der ist ja alles auf den Kopf gestellt, ne? Und auch Schwarz und Weiß und Licht und Schatten, Scherenschnitt und so weiter, ne? Da ist viel dran. Weil im Grunde genommen kommst du, also unser herkömmliches Weltbild, und das ist das 3%-Weltbild, ist ja ein lineares, ne? Da haben wir Zeit und da haben wir Raum und da haben wir eine Zeitlinie, ne? Das ist das normale Weltbild, ne? Da glauben wir an Zahlen, an virtuelle Werte und an hohle Phrasen und an Kontrolle und Einschränkungen, an Grenzen. Da glauben wir an den Mangel, ne? Zu wenig Energie, zu wenig Liebe, zu wenig Ressourcen und so weiter. Und bei dem hier ist das ganz anders. Also hier kommt noch dazu, das nennt man zentripetale Kraft, also so nennt es die Giuliana Conforto. Und sie sagt, hier klebt die Energie zusammen, das ist alles träge, ja, eine Spin-Umkehr, hier geht es in den Tod, in die Abhängigkeit, in die Wiederholung, es ist Thanatos im Gegensatz zu Eros. Und das ist die normale Zeitschiene. Und solange du hier unterwegs bist und an das glaubst, das heißt also, das, was du jetzt schilderst, Jan, ist nur dazu da, um dich vorzubereiten, dass du das vielleicht in Frage stellst und bereit bist, eines Tages zu sagen, naja, vielleicht lass ich da mal ein bisschen Luft rein oder lass es ein bisschen gehen oder glaube nicht mehr so ganz fest dran. Aber dann kann es sein, dass etwas passiert, wie gesagt, beim meisten ist es ein Schicksalsschlag oder irgendwo, gut, diese ganze C-Wahnsinnszeit war auch schon dazu geeignet, es uns rauszukatapultieren. Weil das ist dann sie nennt es die schwache Kernkraft, das finde ich auch noch ganz spannend, dass sie redet von der Kernkraft, aber von der schwachen Kernkraft. Und die ist jenseits der elektromagnetischen Barriere. Und ja, die ist eben noch überhaupt nicht erforscht, ne? Aber hier ist eben nichts linear. Hier bist du quasi jenseits von Zeit und Raum. Die Zeit ist, wenn überhaupt, dieses Kairos, also sprich, es ist immer nur das Jetzt, der Augenblick, den du nutzt, ne? Nutze das ist Kairon, ne? Den Augenblick nutzen. Den Kronos gibt es überhaupt nicht mehr, der hat hier keine Logik, keine Halt, der hat keinen Halt. Überhaupt kannst du darauf nicht zugreifen. Das heißt also, das, was du jetzt sagst, ne? Es ist nicht möglich, aktiv darauf zuzugreifen. Hier sind wir voll in der Aktivität und in unserer Zeitlinie und in unserem Jahresplan und am Tag die To-Do-Listen und was weiß ich und der Fünfjahresplan und meine Yacht und was weiß ich. Aber das ist hier völlig außer Kraft gesetzt. Das ist ein sich hingeben, ja.
dass der Geist über dich kommen kann, ja? Es kommt zu dir. Du kannst nicht darauf zugehen. Wenn du darauf zugehst, ist das, das war Tantalos, war das, gell? Der war doch so im Wasser und immer wenn, nein, er war eben nicht, das Wasser war vor ihm und er hatte so Durst. Und immer wenn er darauf zugegangen ist und auch auf die schönen Sachen da in den Bäumen und so, weil er hatte ja Hunger und Durst, immer wenn er darauf zugegangen ist, hat es sich wegbewegt. Und das ist ja dieses Karottenspiel, das kennen wir ja. Und genau das passiert jetzt auch, wenn wir sagen, oh, da möchte ich hin, ja, dann geht es zurück. Das heißt, deswegen habe ich auch gestern in der Sendung mit den beiden Damen hab ich darüber gesprochen, dass der weibliche, also dieser Weg, der ist passiv-aktiv, weil du gehst zuerst in die Entspannung, du legst dich in die Badewanne aufs Sofa, auf den Boden oder gehst in den Wald oder sonst was, machst gar nichts und wartest, dass der Geist Eros zu dir kommt. Und dann erst kommt der Impuls und dann setzt du eine Handlung. Das ist aber dann nicht irgendeine Aktivität, sondern das ist dann eine ganz, ganz konkrete, gezielte Handlung, die du von innen heraus, aus dem ganzen Sein heraus, tätigst. Aber es ist kein blinder Aktionismus. Das heißt, eigentlich geht es nur darum, dass sie aussteigen und sich befreien, ja, immer mehr. Deswegen sage ich, von wegen Aufwachprozess, deswegen gefällt mir der Begriff nicht, weil ich sage, eigentlich müsste ich mich K.O. schlagen, ich müsste das Hirn, also den alten Neokortex müsste ich K.O. schlagen, damit das andere durchdringen kann. Und das ist ja auch mit mir passiert. Ich bin ja auch K.O. geschlagen worden damals. Im übertragenen Sinne, genau. Und gell, ich glaube, ein Grund, warum das eben, warum es so eine schwere Geburt ist, ist, weil das, was das Lineare, was du unten aufgezeigt hast auf dem Bild, das ist greifbar, fassbar, man kann es kognitiv verstehen, analysieren. Und die 97%, dort ist man eher, also gefühlt haltlos. Also man hat aus der Perspektive der 3%, wenn man natürlich dort drin ist, dann ist es Paradies. Aber aus diesen 3% heraus ist es das große Unbekannte, der gefährliche Dschungel. Man verliert der Boden unter den Füßen und das ist sehr schwierig, damit umzugehen. Also das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen. Das ist für dich wahrscheinlich auch nicht immer einfach. Jetzt ist es anders, aber damals, weißt du, ich habe ja die ersten Blicke, habe ich ja so gemacht, ich habe das schon benannt und ich habe es auch richtig benannt. Also das war ja für mich wunderbar, als ich das Buch gelesen habe, so eine späte Bestätigung, dass ich alles richtig gemacht habe, auch wenn ich es nur, ich habe mich gefühlt, ich bin damals immer im Dunkeln im Wald spazieren gegangen, weil ich habe es nicht ausgehalten, weißt du, das war so arg, so krass und das hat mir geholfen. Und dieses Gefühl im Dunkeln nicht, ich habe nichts gesehen und habe nur einen Fuß vor den anderen gesetzt und genau so war das. In einem völligen Terra Incognita, ja, wie Christoph Kolumbus, nicht wissen, wo du bist und welche Gefahren und eigentlich im Nichts, im Vakuum. Sowohl was die Zeit betrifft, als auch den Raum. Im vollkommenen Nichts. Ich bezeichne das als Agoraphobie, die Angst vor den weiten Plätzen und auch die Angst vor dem Nichts. Das kenne ich gut rund um mich. Ich habe es überhaupt nicht mehr und ich hatte es in der Zeit, habe ich das wirklich, da bin ich stolz auf mich, wie ich mich da durchgeführt habe, dass wenn ich irgendwie gemerkt habe, ich bin aufgewacht und da war nichts. Es war nichts zu tun, es war nichts zu bewältigen, es war nichts zu erobern, es war nichts zu, also weder Geld, Liebe noch sonst, also nichts hat mich gejuckt, ja, null. Ich war natürlich auch noch in der guten Situation, dass ich das auch leben konnte, ne? Also dass ich mich da ausklinken konnte. Das kann natürlich nicht jeder, aber jeder hat die Umstände, die er auch braucht in dem Moment. Aber auf jeden Fall dieses Nichts auszuhalten, einfach zu sagen, okay, da ist nichts. Und dann sitze ich da mit dem Nichts und das ist das, was oft beschrieben wird, wenn du irgendwie ins Narrenkastel schaust oder so, ne? Dann ist nichts, bis ein Impuls kommt. Und dann gehst du, was weiß ich, vielleicht raus und machst 3 Schritte im Wald oder keine Ahnung. Und das habe ich ganz viel beschrieben in meinen Blicken, weißt du. Aber da hatte ich noch nicht diesen Schlüssel von der Giuliana Conforto. Da wusste ich nicht. Ich meine, das hier ist sichtbar und messbar. Ne? Aber das ist eben eine so kleine, es ist auf die reine Körperwelt, ne, bezogen, im Schweiße des Angesichts, ne, und durch die Erschwernisse der Schwerkraft. Das kommt ja noch dazu. Und hier, das ist wie das Paradies. Hier sind wir aufgehoben. Ne? Und diese weiße Substanz, diese Gliazellen, die sind übrigens wissenschaftlich bewiesen. Das wurde 2010 durch die Neurowissenschaft anerkannt.
Und wurde lange als unnützer Leim betrachtet. Ne? I don't have a clue. Ich habe keine Ahnung. Und auch dieser Carlo Rubbia heißt er, glaube ich, Rubbia, der mit hier in dem Buch erwähnt wird, der hat den Nobelpreis bekommen für diese weiche Kernenergie, für diese Z-Bosonen. Dafür hat er den Carlo Rubbia heißt er, genau. Also das heißt, das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, aber sie macht daraus natürlich, sie tut das unglaublich gut aufschlüsseln und mir ist es wichtig, dass ich das weiterführe, weißt du, weil das dann anstößt, ne? Ja, Das ist genau. auch meine Hoffnung, weil wir haben doch sicher ein paar tausend Zuschauer und ich glaube, du bist hier einer der wenigen, eine der wenigen, die ich kenne, die in dem Bereich also nach vorne preschen. Und das ist sehr wichtig, weil die Grenzen unseres Potenzials sind die Grenzen unseres Bewusstseins. Ja. Das kann man so sagen, oder? Ah, das mit dem Bewusstsein ist spannend, dass du das sagst. Warte mal, weil ein Kommentar war, oh, Geist und Bewusstsein ist doch dasselbe. Und ich finde das immer spannend, weil dann kriege ich so Stolpersteine. Weißt du, wenn jemand sagt mir etwas und dann macht etwas in mir, nee, irgendwas stimmt da nicht. Weißt du, meistens, wenn ich abwasche oder so, irgend sowas tue, dann arbeitet das weiter. Weil das Bewusstsein braucht ja den Menschen. Und es braucht auch das Gehirn, das muss man schon dazu sagen. Ne? Also das Bewusstsein kann sich nur hier, also es ist, jetzt habe ich das Falsche. Es geht ja nicht darum, dass wir das loswerden wollen, ne? Sondern das Keimblatt, das nehmen wir ja alles mit. Auch das Limbische und so weiter. Ich habe ganze Sendungen gemacht bei Okitalk über den Umgang mit dem Emotionalkörper oder mit den Gedanken. Und mache mit dem Hans-Peter Freiherr von Lichtenstein, werde ich noch eine Sendung darüber machen, was hindert uns daran, in die 97% zu kommen? Und das sind Emotionen und Gedanken und Gewohnheiten. Und weil es geht ja darum, das mitzunehmen, das kleine Kind. Du willst es ja nicht, du sagst ja nicht dem kleinen Kind, so wie die schwarze Pädagogik, du wirst in den Schrank eingesperrt, sondern es geht ja darum, dass das kleine Kind sicher dabei ist, aber nicht in der Führung ist, ne? Weil das nicht im Cockpit sitzt, ne? Und wie kommen wir darüber, ne? Ja, was ganz wichtig ist Liebe, liebevolle Zuwendung zu uns selber statt Gehässigkeit. Also hier herrscht oft Gehässigkeit. Und dass wir liebevoll mit uns selber sind, ist eine Voraussetzung, damit das gut in uns einfach sein kann, damit wir hier weitergehen können. Aber dann sind wir beim Bewusstsein, ne? Und es geht darum, dass der Neokortex sich ausdehnt, weil Bewusstsein braucht den Menschen. Geist, reiner Geist, den findest du auch im Felsen, in der Natur. Reiner Geist ist nicht an einen Körper gebunden und dementsprechend kann er auch nicht also wir brauchen unseren Körper, um zu Bewusstsein zu gelangen. Und das hast du gerade gesagt, das ist nämlich enorm wichtig. Weil wir als Mensch, ne, wenn wir jetzt wirklich der göttliche Mensch werden wollen, also Psyche, die wird ja dann zu Gottmensch, zu ihrer Göttlichkeit findet sie. Das heißt, dass wir uns so weit hier öffnen, dass unser Bewusstsein sich ausdehnt, dass der Geist hineinkommen kann und dass beides sich befruchtet. Und das ist dann wirklich ein erwachtes Bewusstsein, wo der Geist mit dabei ist. Und das können wir natürlich nicht auf einmal, weil da wären wir ja verrückt. Das würden wir nicht aushalten, weil wir müssen ja auch noch mit unserem Körper das Ganze irgendwie ein Standing haben, ne? Also das geht nur. Ich denke, es wird uns gerade so viel zuteil, wie wir aushalten, das ist kein schönes Wort, aber wie wir gut verarbeiten können. Genau. Und von daher, ich möchte gar nicht so hellsichtig sein und jetzt mit den Plejaden und ich weiß nicht, was überall kommunizieren. Ich bin froh, was ich mittlerweile sehr, sehr gut kann, ist ins Feld rübergreifen. Also das ist dieses Feld, rübergreifen und merken, ah, da ist jetzt irgendwie ein Zipfel, da kommt ein Zipfel zu mir, weißt du, und mich mit dem verbinden. Ja. Genau, das ist ja das, was Leibniz gesagt hat. Der hat gesagt, wenn der Mensch das Seine tut, gibt Gott das Seine dazu. Na? Also wir können nur bis hier an die Grenze, können wir gehen und dann werden wir befruchtet von diesem Eros, von diesem Geist. Und dann entsteht, das ist natürlich wahrhaftig dann ja paradiesische Zustände. Ne? Das ist wunderschön, wunderschön. Du hast ja eben als Rezept auch Liebe genannt. Und interessant ist ja, gell, das Gegenteil von Liebe könnte man auch als Angst definieren oder
Ja, da sind wir natürlich hier. Ne? Die Angst braucht, also wenn im limbischen System, im Emotionalkörper, ne, wenn da noch die Angst ist, dann heißt das immer, dass wir uns um unseren Kleinen oder um unsere Kleine oder wie auch immer kümmern, ne? Dass da noch Bedarf ist, dass wir die in die Arme nehmen und sagen, hier, bist sicher, alles ist gut. Ne? Was hältst du von dieser These, die mir jetzt gerade einfällt? Also der Ausgang aus den 3% ist das Ja. Ausgangstor, ist die Angst, beziehungsweise dort, wo du Angst verspürst, das ist der Ja. Punkt, den du auflösen musst, um rauszukommen. Und das Eingangstor wäre dann gespiegelt die Liebe. Ja, da ist viel dran, was du sagst. Das gefällt mir jetzt. Warte mal. Und zwar, und das ist das, was ich nie, ich kann, bis jetzt habe ich das noch nie gut in einer Zeichnung darstellen können. Aber vielleicht gelingt es jetzt, weil es ist, wir sind ja hier bei einem Geburtsprozess. Jetzt nicht wie die normale Geburt, das muss ich dazu sagen, eine kosmische Geburt, aber auch da gibt es Presswehen. Ne? Und nicht umsonst spricht ja, also wir müssten uns das jetzt eigentlich so vorstellen, dass wir aus der Mitte herauswachsen. Ne? Das Keimblatt, also das ist eine Bewegung hin zu dir. Ja? Also ich tue es jetzt so aufzeichnen. Hier ist der Ausgangspunkt oder die Ausgangshöhle oder wie du das jetzt immer nennen willst. Und dann geht es weiter, also das wird, meine Stifte, dann wird es weit bis zur äußersten Ausdehnung und dann geht es wieder zurück und dann geht es wieder so, also Presswehen quasi, ne? Wie meine Stifte geben alle auf im Geist auf. Also Presswehen und das, was du beschreibst, ist, wir erleben Angst, das ist Zusammenziehen, ne? Agora, Angst, Entschuldigung, Angst. Oh mein Gott, ne, es wird eng. Dann kommt der Engpass und dann geht wieder die nächste. Und so entstehen diese Presswehen, bis es schließlich dann wirklich durch den Kanal durchgeht. Ne? Sieht man das hoffentlich noch. Und ich denke, das haben wir jetzt die ganze Zeit, und das habe ich auch, das erlebt jeder persönlich und das erleben wir kollektiv. Und genau wie du sagst, die Angst bringt uns in die Enge und dann geht's durch den und das der Druck muss entstehen und das ist durch Angst, genau, weil sonst würden wir uns nicht bewegen. Und ich meine, es gibt ja diesen Spruch, ne, das einzige Wesen, was Veränderung freiwillig herbeiführt, ist ein Baby mit angeschissenen Windeln. Gut, in dem Fall ist es nicht die Angst, es ist die Bequemlichkeit, aber es ist ein bisschen ähnlich, weil es muss unbequem werden, ne? Und wir müssen Angst haben, was weiß ich, vor allem Möglichen, damit wir hier überhaupt weitergehen. Und dann eben die Liebe, die das Ganze weit macht. Da hast du völlig recht. Ja, das sehe ich auch so. Und dann entsteht ein, es sind Spins, ne? Also es wäre jetzt hier auch noch eine Rotationsbewegung, ja? Es ist ein Spin. Und so werden wir jetzt durch dieses Tor geführt. Und irgendwie war ich da unten in dieser 12 Apostelzeche, bin ich durch irgendein Sternentor gegangen. Das war mit Jesus. Und mit den Templern, also das war wie, als wäre ich in einer anderen Zeit, in einem anderen Raum und seither hat mich das nicht mehr verlassen. Ja. Das ist cool. Also solche Erfahrungen, da berichten viele drüber. Das sind ja so transzendentale Erfahrungen, die man an so Kraftorten oder energetisch geladenen Orten erfahren kann. Das ist mir bis jetzt noch nicht passiert, leider. Aber ich muss sagen, ich habe es auch nicht so gesucht. Ich war jetzt auch noch nie bewusst so an einem Kraftort, um zu meditieren oder etwas zu erleben. Aber das hört sich immer sehr spannend an. Also mich begeistern solche Geschichten. Weißt du, ich habe es überhaupt nicht gesucht. Ich bin nicht jemand, ich fahre nicht zu Kraftorten oder sonst was. Der Hans-Peter hat mich in einer Sendung darauf angesprochen. Ich wusste nicht, was das ist, die 12 Apostelzeche. Ich kannte nur Kloster Neuburg im Sinne von dem Vardaner Altar. Und dann hat mich eine angeschrieben und hat gesagt, sie macht Führungen, sie lädt mich ein. So ist das. Und wenn das Leben mich einlädt, dann folge ich dem. Und es war sehr, sehr wichtig. Es war wirklich ein Wendepunkt, das kann ich sagen. Also ja, aber jeder erlebt das auf seine Art, ne? Was ihn da durchführt, was ihn anstößt. Aber ich denke, im Moment haben wir tatsächlich, wie du sagst, ein Kollektiv, nicht ein allgemeines Kollektiv. Es ist das Kollektiv derjenigen, die wahrscheinlich bei Jesus damals, schätze ich, auch dabei waren, weißt du? Also ich glaube, wir kennen uns alle. Wir waren da schon mal und haben uns irgendwie verabredet, dass wir das jetzt irgendwie hier vorantreiben. Ja, so Ja. kommt es einem manchmal vor. Ich stelle mir manchmal auch vor, dass die ganzen, die jetzt eben an die Öffentlichkeit getreten sind und positive Impulse geben, so ähnlich wie Fallschirmjäger, weißt du, im Territorium des Gegners, des Feindes quasi gelandet sind und sich dann erstmal selbst, also auch mit Amnesie fast, also
und dann erstmal so sich orientieren mussten und dann auch ein Fundament bauen, ja, also um sich zurechtzufinden und dann einfach mit allen möglichen Mitteln, die halt vorhanden sind, positive Impulse zu geben. Die Fallschirmjäger waren natürlich Krieger mit Gewehren und so, aber wir machen das eher über die Information. Aber so kommt es mir manchmal vor, ja. Weil wir sind ja echt irgendwie im feindlichen Territorium, also wenn man sich so umschaut und am Ja, Anfang. das ist aber auch spannend. Wir haben ja von dieser Umkehr gesprochen, dass es wie bei der Fotografie ist mit Schwarz-Weiß und so und mit Scherenschnitt oder so komplett umgedreht. Weil ich gebe dir recht, wir sind wie Konstantin Wecker, den ich sonst jetzt nicht mehr mag, aber der hat gesagt, der Welt in den Arsch gestellt. Das hat schon ziemlich getroffen. Ich fühlte mich auch der Welt in den Arsch gestellt. Und ich habe auch gemerkt, was tue ich hier eigentlich, ne? Und das ist natürlich schon seltsam, dass du quasi hier quasi als, du hast dich gemeldet, um die, ich sage jetzt nicht, um die Welt zu retten, aber zumindest als beim Rettertrupp dabei zu sein, ne? Bei dem Fallschirmtrupp. Und dann bist du hier und dann musst du erstmal schauen, dass du selber überlebst. Weil du dem ja erst einmal auf den Leim gehst, das sind wir wieder beim Leim, auf dem Leim, du gehst ja dem auf den Leim, dass du denkst, weil hier funktioniert ja das nur, indem man uns suggeriert, das hier ist die ganze Welt und nur, es geht nur um das. Und wir haben es ja immer geahnt, wir haben es immer gespürt, ne, dass es das nicht sein kann. Aber es ging ja darum, dass wir uns hier an dieser Welt abarbeiten. Ne? Das werden wir alle gemacht haben. Ne? Da haben wir uns, da ging es manchmal ums Überleben und manchmal ja, wie auch immer. Also wir haben, das war wie ein Fitness-Training, ne? Wo wir uns irgendwie hier stark gemacht haben, damit wir jetzt so stark sind. Ich habe auch oft das Bild gehabt von einem Berg, wenn man sich abseilt, weißt du, wenn du die anderen dann hoch, ein Bergführer oder so, ne? Das war auch oft ein Bild, was ich hatte. Aber wie auch immer, ich sehe mich natürlich schon sehr als Hebamme, das ist irgendwie naheliegend, aber natürlich, es geht viel über das Bewusstsein. Wir sind jetzt an der Grenze, ne? Hier die Grenze, die sich immer mehr, es geht immer mehr von dem, geht hier rein. Und das löst sich immer mehr auf, ne? Weil im Endeffekt geht es ja darum, nicht, dass wir das rausschneiden wie ein Tumor, das könnte man ja auch so sehen, aber ich glaube das nicht. Das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass wenn du mit dem hier verbunden bist, dann ist das so mächtig und so kräftig. Und wenn das dann hier hineinschwappt, dann löst sich das auf. Das heißt also, wir müssen das nicht bekämpfen, wir müssen es nicht verändern, wir müssen gar nichts machen. Sobald wir mit den 97% verbunden sind, verändert sich hier alles. Und das ist etwas, das kann ich dir tatsächlich bestätigen, zu 100% in meinem Alltag, im Alltag mit meinen Kindern, im Leben meiner Kinder. Das ist tatsächlich so. Das heißt, und dann haben wir die 100%. Und die fangen an, sich hier hinein zu diludieren, ja, zu verdünnen, und werden, also weil das ist viel, viel stärker, ne? Also früher, wie du es beschreibst, waren wir im Feindesland und fühlten uns da vielleicht isoliert. Das haben manche immer noch, die beschreiben das immer noch. Ich fühle mich so einsam und alleine und isoliert. Aber eines kann ich wirklich garantieren, ja, weil ich das weiß oder weil ich es erlebe, dass wenn du hier verbunden bist, du bist so mächtig, dass die hier unglaubliche Angst haben, die hier noch versuchen, hier was zu zementieren, hier noch die letzten beim Staudamm, du weißt schon, irgendwie die letzten, die Risse noch mal irgendwie Ja, zu zu zementieren. verputzen. Genau, ja, genau. Ja. Und das Beispiel mit den Fallschirmjägern im feindlichen Territorium fand ich eben auch cool, weil die haben sich ja dann auch gefunden. Und Ja. Ah, das. dann wurden sie zu einer Einheit und so. Und das stelle ich auch fest, also jetzt in meinem Leben, wie ich quasi als Kämpfer gestartet bin, ganz naiv mit einem Blog. Und inzwischen habe ich ein Netzwerk von, ich würde jetzt sagen, bald 100 Menschen, die sehr ähnlich Visionen haben wie ich und am gleichen Ziel arbeiten, und die meisten haben noch mehr Reichweite wie ich und mehr Abonnenten. Und ich glaube, wir haben jetzt auch eine Phase erreicht, wo wir eben uns zusammengefunden haben und so noch viel mehr Power auf die Straße bringen, ja, um es so darzustellen. Ja, das, was du jetzt beschreibst,
Ich habe das eine Zeit lang geteilt, aber da war ich nicht die Einzige. Da gab es einen wunderbaren Beitrag, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, von einem Schweizer, der über die, wie von der Raupe zum Schmetterling, der hat das mit diesen Imagozellen, ganz kurz und knackig hat der das, Matthias, ach, ich habe den Namen wieder vergessen. Ich hatte es damals geteilt, weil es war so auf den Punkt gebracht, was da passiert. Weil zuerst sind das einzelne Zellen, die werden von den anderen als fremd identifiziert und dementsprechend versuchen die, die zu bekämpfen, ne? Sodass die erstmal gar nicht überleben können und dann tun sie sich aber in Clustern zusammen, um zu überleben. Und dann erst kommt aus dieser Zelle dann, aus diesem Gebilde, kommt dann der Schmetterling raus. Ne? Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das ist das, was du jetzt beschreibst, ne? Dieses Zusammentun. Ich erlebe das ein bisschen anders, aber ich glaube, das hat was mit meinem Auftrag zu tun. Mir hat schon mit 20 jemand beschrieben, hat gesagt, du, es ist unglaublich, wie du deinen Weg gehst. Ne? Hat diejenige gesagt zu mir, du gehst, du gehst, du gehst und vor dir ist keine Spur. Du spurst selber, ne? Und gehst und hast immer nur den Blick nach vorne und sie sagt, dreh dich endlich mal um und dann siehst du, wie viele dir hinten folgen, für die du endlich mal Verantwortung übernehmen sollst. Weil ich bin einfach nur meinen Weg gegangen. Das heißt also, das andere ist eher so natürlich passiert, weißt du, ich habe das nicht gesucht, den zusammen. Und mittlerweile kann ich das aber bestätigen, was du sagst. Es haben sich über meine Videos und so ganz, also das sind halt Follower, ich meine, der Begriff ist schon beknackt, aber das trifft es ja. Also im Sinne von, ich brauche unglaublich viel Zeit für mich, und ich entwickle meine ganze Weisheit, meine Gedanken, meine Erkenntnisse nur aus mir heraus. Also selten, dass mal so. Wenn dann so Impulse kommen, bin ich ja schon dankbar und froh, aber es ist selten. Meistens kommt es aus mir heraus. Und ich bin mittlerweile so, dass ich nur noch bedingt mit anderen zusammen sein kann. Also wenn ich dann mit anderen zusammen bin, muss ich nachher wieder alleine sein. Also ich habe das nicht so, was andere sehr stark haben, dieses Bedürfnis, sich permanent zu verbinden. Aber ich glaube, das ist mein Auftrag einfach, weißt du. Und ich bin ja jetzt auch schon so alt, schau mal, ich bin jetzt schon 62, da ist das. Ich glaube, das war auch nicht immer so, weißt du. Als ich jung war, war das auch vielleicht anders. Ja. Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Also es ist energetisch anstrengend, auch mit gleichgesinnten Menschen, weil man gibt so viel, weil wenn man ja einen Kontakt hat oder so oder eine Zusammenarbeit, dann will man das ja auch richtig machen und nicht einfach, schön habe ich das auch noch gemacht. Und dann tut man sich darauf vorbereiten, eben auch energetisch, man lässt sich energetisch auf andere ein. Ja. Und also ich bin nach Interviews bin ich immer sehr ausgelaugt. Ich weiß nicht, ob es das Wi-Fi von dem Computer ist oder weil ich so stark fokussiert bin, weißt du, auf die Energie, die rüberkommt und also so stark im Moment, so wie ein Laser quasi. Ich mag dieses Bild von dem Laser, der Batterie ist ganz schnell alle, während die Taschenlampe sehr lange brennt. Und ich mache einfach alles, was ich tue. Da gehe ich immer auf Lasermodus und dann muss ich erst wieder mal ein bisschen in die Natur gehen oder ich habe auch so ein bisschen Tools, die mich auch auftanken. Ja, so sehe ich das auch. Also ich bin auch immer froh, also ich bin nicht permanent am Netzwerken und immer in der Geselligkeit, sondern wenn dann richtig und sonst eher introvertiert und regenerierend, ja. Also Jan, da bin ich ganz bei dir. Deswegen sage ich ja auch, ich hab da mal Kontroverse gehabt, als ich noch mit den Jungs da zusammengearbeitet habe, weil die waren immer so ein Fan von Endlos, auch mit dem Sunny damals. Ne? Das ging ja über ganze Nacht oder so. Und da habe ich immer gesagt, nee. Und ich sage, die Arbeit, die ich hier mache, ja, und das ist genau wie du sagst, sie ist extrem fokussiert, extrem konzentriert und ja, genau, Laser. Und das erfordert also das ist wie wenn du und auch verbunden mit oben und mit dem Feld. Und das geht nicht endlos. Das kannst du, also für mich ist 1,5 Stunden, dann ist das, dann geht die Batterie, die Energie dem Ende zu und dann kommt nichts mehr wirklich Gescheites. Also von daher bin ich ein Fan von diesen 1,5 Stunden. Ich glaube, auch mehr könnte man auch den Zuschauern gar nicht zumuten. Und ja, mir geht es genauso. Ich bin dann extrem hungrig. Ich muss dann immer was essen und ich muss dann auch abreagieren im Wald und so weiter. Also und ich mache auch keine zwei Sendungen an einem Tag. Ich weiß noch, wie ich mit der Monika Donner immer, die wollte immer zwei hintereinander. Und ich immer, oh mein Gott, nein. Also ja, also da sind wir uns ganz einig. Ich habe das sogar, wenn es nicht Sendungen sind, also auch in Absprachen, wenn ich selbst eine Dreiviertelstunde eine Absprache, dann ich gebe mich so sehr da rein, dass ich dann 2 Stunden später, da kann ich keinen Termin mehr haben, weil ich einfach energetisch noch in dem Feld drin bin. Und früher, wenn man einen normalen Job gehabt hat, dann hat man ja quasi Termin nach Termin und man ist permanent
und man kann gar nicht, man kommt gar nicht dazu, etwas richtig zu machen. Und in Afrika gibt es ja so ein Sprichwort, gell? Wir fangen das nächste erst an, wenn das vorherige abgeschlossen ist. Und entsprechend haben sie deswegen auch nicht so ein Zeitgefühl dort, habe ich mal gelesen, weil wenn sie etwas bearbeiten und das dauert dann halt vielleicht 2 Tage, dann können sie nicht sagen, ja, nee, wir planen 2 Stunden ein, weil wir in 3 Stunden was anderes haben. Nee, dann machen wir 2 Tage oder 2 Wochen und der nächste Termin, der kommt dann erst, wenn das abgeschlossen ist. Und das hat mich auch sehr inspiriert, also in meiner Transformation, ja, dass ich einfach, das heißt ja auch achtsam für sich sein und achtsam, es ist eigentlich Achtsamkeit, etwas richtig zu machen oder gar nicht, ja, so. Ja, das ist sehr wichtig, was du da jetzt sagst, weil da können wir nochmal auf diese zwei Konzepte, ne? Ich meine, das Konzept, das Wort Konzept. Also das ist ein Weltbild. Und wie gesagt, dieses Weltbild, dieses lineare Zeitraumgefüge, das wie ein Pfeil ist, ist nur hier gültig. Ne? Nur hier in diesen kleinen 3% hat das seine Gültigkeit. Hier hat es keine Gültigkeit. Und so kannst du sagen, das hier ist die Weltzeit, ja, und das ist der Zeitfluss. Und hier ist es genau umgekehrt. Die Zukunft existiert bereits und kommt auf uns zu. Die Ursache ist hier drinnen und die Wirkung erleben wir hier. Und die Ursache kommt, das Ziel ist auch bereits da. Es ist so, ich sage jetzt nicht, dass es determiniert ist, das ist zu viel. Es ist einfach, es ist ja so wie im Apfelbaum, der Apfelkern, die Information bereits drin enthalten ist, ne? Es ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ganzheitlich und kommt zu uns aus der Zukunft, ne? Die Bewegung ist eine, Be also es ist in einem Spin, in einem permanenten Bewegung, es meandert, das ist also nicht linear, sondern es ist ein sich aus dem Ganzen heraus schälen und kommt da zu uns. Ne? Und auf der anderen Seite ist es bei uns die Herzenergie, die es durch das Pulsieren nach außen bringt. Also ich sehe es eigentlich, und da wären wir wieder bei dem Bild, als zwei Bewegungen, die einander treffen, weißt du? Das eine geht von unserer inneren Sonne, deswegen heißt es ja auch die Geburt der inneren Sonne, ne? Also das bezieht sich auf die innere Sonne und auf das Herz. Also von innen nach außen und gleichzeitig von außen nach innen, wobei das Außen wahrscheinlich unser höheres Selbst ist, unser Zukunft selbst, was uns abholt. Also es trifft sich. Das erinnert mich immer an die Szene von Harry Potter. Also da ist bei Herr der Ringe oder Harry Potter oder so ist viel von dem drinnen, dass sich das trifft, ne? Dass es nicht eine Bewegung ist, die linear ist, wie wir das jetzt hier irgendwie so vermeinen, ne? Ja, ich bin jetzt kein Physikexperte, aber ich glaube, das, was du gemalt hast, das oder gezeichnet hast, das sieht aus wie eine stehende Welle, oder vielleicht auch nicht. Aber die stehende Welle wäre eigentlich auch der Ausdruck von Resonanz. Also die entsteht nur, wenn Resonanz da ist. Und ich glaube, Resonanz ist ziemlich der Schlüssel zu allem. Also das ist ja, wenn zwei Frequenzen sich lieben quasi und gemeinsam harmonisch schwingen. Ja. Weißt du, was es auch ist? Die Doppelhelix. Die Doppelhelix, die habe ich hier überall hängen. Genau, die ist es auch. Also da zwei Wellen, die miteinander in Resonanz sind, wie du ganz richtig sagst. Genau. Ja. Wahnsinn. Und das Beim ist Tanz ist ja auch nur schön, wenn man zusammenricht, also wenn das Flow-Erlebnis beim Tanzen hast du nur, wenn beide im Synchron im Tanz drin sind, ja. genau, und das ist übrigens schön, damit haben wir unsere Sendung begonnen mit dem zum Tanzen, ne? Weil es ist ja eine Art Tanz hier, ne? Und auch diese Spins sind wie Derwische, ne? Ist auch wie ein Tanz. Und was da entsteht, ist, das bringt es zum Pulsieren und es ist selbstspeisend. Es ist wie bei einer Lichtsäule, dass es sich permanent selber nähert. Also dieses Gefühl von Mangel und Endlichkeit, ja. Also hier haben wir Thanatos, ne? Wir leben von 0 bis, was weiß ich, bis 80 oder keine Ahnung was, ne? Also diese Begrenztheit, dass wir denken, alles ist hier im Mangel. Aber hier ist das etwas, das hört nicht auf, das hört nicht auf, das ist endlos. Und in diesen 97%, das ist zum Beispiel, das war schön, weil da Robin Kaiser hatte das in seinem letzten Innererde-Gespräch, hat er das gesagt, dass die Mayas nicht weg sind, sondern dass sie hier sind. Und ich wusste das schon die ganze Zeit, weißt du, um mich sind ganz viele Menschen gestorben, vor 3 Jahren oder 4 Jahren oder so. Und sie sind, ich spüre sie, weißt du, sie kommunizieren mit mir. Sie sind präsent. Sie sind nur auf der anderen Seite
Jenseits der Sichtbarkeit, in diesen 97%, aber sie sind nicht weg, genauso wenig wie die Mayas oder irgendetwas, was anscheinend ausgestorben ist. Und unser Alter Ego, ne? Das ist unser Alter Ego, was uns von hier aus permanent durchs Leben führen will und uns zuruft oder uns zuflüstert oder wie auch immer. Ne? Aber wenn wir natürlich so laut sind hier und so geschäftig im Aktionismus, dann können wir das natürlich ja nicht erkennen. Ne? Ja. Würdest du sagen, wenn man viele Synchronizitäten erlebt, dass man in einer Phase ist, wo man vielleicht stark mit dem höheren Selbst interagiert oder das höhere Selbst sogar uns etwas mitteilen möchte? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Also ich glaube auf jeden Fall, dass es verschiedene Phasen gibt. Also meine Tochter hatte vor kurzem gesagt, Mama, ich habe das Gefühl, ich warte auf etwas. Und ich bin ja an und für sich mit dem Begriff des Wartens ein bisschen, ich sage jetzt nicht auf Kriegsfuß, aber ich warte auf gar nichts, weißt du? Also ich warte nicht auf die Erlösung oder so, weil in dem Moment, wo du, nicht in dem Moment, sondern in dem du das in dir fühlst, musst du darauf nicht mehr warten, ne? Ich weiß einfach, es ist alles gut. Ne, dann wartest du nicht. Aber sie hatte erzählt, Mama, ich warte auf etwas. Es fühlt sich irgendwie so an, es fühlt sich gerade so leer an und ich warte auf etwas. Und dann war es tatsächlich so, also das lässt sich irgendwie mit diesen Phasen hier. Na, es war tatsächlich gerade eine Wüste sozusagen, eine Leere, gerade nichts. Und danach kamen unglaublich viele Angebote und ein Momentum entstand und alles ist in Bewegung geraten. Das ist, glaube ich, das, was du jetzt gerade, also sprich, es wird beschleunigt. Also ja, genau, die Peristaltik, ne? Die Geburtswehen, ne? Dass sich auch die Amplitude verkleinert. Also manchmal ist die ja ganz groß, das sind vielleicht die Tausende von Jahren, wo wir gedacht haben, hier passiert ja gar nichts, oder Jahrzehnte in unserem eigenen Leben oder keine Ahnung. Und wenn die Amplitude sich verschnellert, verkleinert, ne? Dann ist es und das ist wahrscheinlich kurz bevor es zur Entbindung geht. Ne? Da Die kennen wir das Abstände auch. werden. Genau, die Abstände werden geringer und dann passiert mehr. Weil es eher ein Momentum, das ist für mich das richtige Wort. Dann entsteht ein Momentum, genau. Und ich meine, in meinem Leben ist das sehr stark einer Rhythmik unterstellt, also Phasen. Also ich erlebe Zeiten, wo alles sehr ruhig ist. Und früher hätte ich dann wahrscheinlich irgendwie gedacht, oh mein Gott, na, hier passiert ja nichts oder irgendwas. Das denke ich nicht mehr. Ich nutze das. Also wenn die Fischer nicht ausfahren können, um zu fischen, dann flicken sie ihre Netze. Dann weiß ich immer, jetzt ist die Zeit, wo ich mich ausruhe, wo ich das genieße. Weil die andere Zeit, so wie jetzt, wo dann unglaublich viel auf einmal sich entwickelt und so eine Dynamik entsteht, die kommt von selber, ne? Also wie du das sagst, ne? Verschiedene Zeitqualitäten, definitiv. Ich finde das sehr wichtig. Das wollte ich auch gleich sagen für die Zuschauer. Also wenn es irgendwo klemmt, dann muss man das wie akzeptieren, sogar vielleicht da genießen, nutzen und nicht weil viele haben den Reflex, in dem Moment noch härter zu drücken, härter zu arbeiten, weil es klemmt, sondern das so hinnehmen und sich bewusst sein, dass es Teil des Prozesses ist und nicht warten, aber einfach wissen, dass es bald wieder aufgeht. Das ist quasi so man sagt ja, man soll ja in Einklang mit der Natur leben und das heißt ja auch in Einklang mit der kosmischen Uhr, mit dem Rhythmus, den das Universum vorgibt. Oder? Ah, jetzt haben wir ein paar spannende Sachen. Warte mal, nur dass ich die jetzt nicht vergesse. Warte mal. Das eine ist, was du sagst von wegen, also ich habe ja schon vor langem, mein Sohn hat vorgeschlagen, müssen und sollen eliminieren, würde ich vorschlagen. Weil müssen und sollen ist irgendwie in diesen 3%, wo alles unter Kontrolle und wo man immer gepusht wird und so. Also eliminiert die Begriffe müssen und sollen. Weil das macht nur eng, weißt du, dann wehrt sich das kleine Kind gleich. Ich mag gar nichts, ich muss gar nichts, ich will nicht und so weiter. Aber das andere ist, etwas erwarten. Ich hatte das mit der Klarheit gesagt, weißt du noch am Anfang, dass wir nicht von uns erwarten, sofort in der Klarheit zu sein, sondern der Beginn eines jeden Prozesses bei mir, egal ob das jetzt in einem Telefonat mit meiner Tochter in Chicago ist, weißt du, wenn sie sagt, Mama, ich habe ein Problem, und ich erwarte nicht gleich in die Klarheit zu kommen, sondern erst einmal, aha, hier herrscht Chaos, hier ist Unklarheit, hier gibt es ein Problem, anerkennen, was ist. Einfach erst einmal als Beobachter anerkennen, was ist. Und du hattest ja jetzt was Ähnliches, ne? Nicht gleich erwarten. Wie hattest du es jetzt, dass man nicht gleich in die Aktion geht, oder? Na, nicht noch mehr drauf. Wissen, dass es dann wieder sich öffnet, ja? Genau. Sich hinein entspannen. Genau.
Genau das Gegenteil von dem machen, was man normalerweise machen würde. Ne? Also ich hatte hier die Typen draußen, die mir irgendwie hier eine Vorladung, wo ich ja dann auch verurteilt wurde. Ne? Also das wusste ich schon, dass das nicht ohne ist. Und ich habe es während der Sendung, ne? Ich war während der Sendung, waren die da draußen. Ich habe es entgegengenommen, habe es geparkt und habe gesagt, jetzt machen wir erstmal die Sendung weiter. Und die haben sich alle gewundert, weil ich habe es geparkt. Verstehst du? Ich habe mich nicht aufgeregt. Ja, kann ich jetzt ohnehin nicht lösen, wird sich zeigen, erstmal in die Ruhe, in die Entspannung. Ne? Paradoxe Intervention, ne? Also in Urlaub fahren oder also mein früherer Partner, der dann eigentlich für das Ganze verantwortlich war, aber der hat ja schon auch als Manager durchaus seine Fähigkeiten gehabt. Der hat mir erzählt, immer wenn es ganz eng wurde in der Firma und es gebrannt hat, dann ist er erst einmal zu Starbucks gegangen und hat dort einen Kaffee getrunken, weil er gewusst hat, nur in der Ruhe liegt die Kraft und dann wusste er, was zu tun ist. Und da, wenn man das kann, dann würde ich das empfehlen. Aber jetzt war noch was anderes. Ja, genau, die Natur. Du hast, genau, das war mir noch wichtig, weil es gibt ja jetzt gerade in der alternativen Szene, dass alle meinen, ja, wunderbar, wir gehen jetzt einfach zurück zur Natur. Und ich bin jetzt die Letzte, die sagt, dass die Natur nicht ein wunderbarer, also ich bin ganz bei der Natur, verstehst du? Also ich bin mit der Natur im Einklang. Das heißt aber, was ist die Natur? Ne? Die Natur ist auch die Natur von uns, ne? Unsere Vergangenheit, unser Keimblatt, unser Beginn, ne, da wo wir noch eins mit allem waren oder wie auch immer. Aber wir können nicht zurück zur Natur im Sinne, also wir gehen jetzt in etwas, was über die Natur hinausgeht. Das heißt nicht, dass wir gegen die Natur gehen oder dass wir nicht in die Natur eingebettet sind, aber der Weg geht nicht zurück. Weil es ist nicht umsonst, dass du, und das betrifft wieder das, was ich vorher gesagt habe mit dem Bewusstsein, Pflanzen und Tiere haben eine Seele, haben auch einen Geist, aber sie haben kein Bewusstsein. Und es geht jetzt darum, diese kosmische Geburt, ja, in die 97%, in die wir uns jetzt hineinbegeben, heißt, wir gehen mit unserem Bewusstsein hinein. Es geht also darum, tatsächlich, dass wir jetzt in die kosmische Intelligenz hineingehen, in ein kosmisches Bewusstsein. Man könnte sagen, wir werden wieder zu Gott oder wir werden zu einem Gottes, ich will jetzt nicht, Gottespartikel ist schon wieder vorgeprägt von den CERN, oder? Aber wir werden zu einem göttlichen Wesen. Oder wir sind ein göttliches Wesen. Und jetzt kann man natürlich sagen, erinnern wir uns wieder daran, aber das ist jetzt irgendwie spitzfindig. Ich meine, was ich damit einfach nur sagen will, ist, es ist nicht gleich nur Natur. Das würde, weil der Mensch hat den Auftrag, die Natur gut zu behandeln und gut in die Natur eingebettet zu sein und mit ihr in einer guten Symbiose zu sein. Und er besteht ja auch zu einem Großteil aus Natur. Aber wir gehen jetzt hinein in eine kosmische Intelligenz, in ein Bewusstsein. Das ist mit Uranus, mit Himmel, mit Geist zu erklären und nicht mit Natur. Weil die Natur ist das Gefäß, weißt du, und das andere ist, also man kann sagen, Uranus und Gaia, ne? Uranus hat ja die Gaia begattet, also jetzt kommt man in der Mythologie natürlich endlos. Aber Uranus ist eindeutig ein himmlischer Geist, ne? Und eine himmlische Instanz, die bei uns in unserem Bewusstsein etwas bewirkt. Das heißt, das wollte ich nur noch mal sagen, weil viele Menschen sagen, ja, ist doch ganz einfach, wir gehen jetzt wieder zurück, wo wir mal waren. Aber das spielt's nicht. Das spielt's nicht. Das heißt nicht, dass wir jetzt, die KI ist eindeutig etwas, was in diesen 3% angesiedelt ist. Also ich rede jetzt nicht von KI, ne? Weil das ist hier. Das wird sich erübrigen, denke ich, ne? Ja. Ich glaube, das funktioniert, das ist also in diesen 3%, die negativen Mächte, die funktionieren, glaube ich, auch so, dass sie einem, man hat das Gefühl zwar, dass einem etwas aufgezwungen wird, aber man hat doch immer die Wahl. Und deswegen würde ich sagen, dass wir uns einfach entscheiden müssen, nicht mitzumachen. Müssen in dem Fall, weißt du, manchmal sage ich Können, ganz bewusst müssen. dürfen, Manchmal sorry. sage ich ganz bewusst müssen, wenn ich wirklich das Gefühl habe, es ist jetzt, wie sagt die komische Kanzlerin, alternativlos. Ja. Aber also in dem Fall könntest du schon recht haben, dass wir müssen. Ich weiß es nicht. Also, dass es notwendig ist, um die Not zu wenden, so sage ich es dann, ne? Also, das kann gut sein. Ja, aber das ist genau der Punkt. Wir müssen hier nichts bekämpfen. Das ist nicht notwendig, weil es ist ja auch die Frage, was hat jetzt, es wird nur Bestand haben, was kosmische Unterstützung hat. Das meine ich jetzt im tatsächlichen geistigen Sinne. Ich kann nicht beurteilen, inwieweit irgendwelche Whiteheads hier jetzt tatsächlich in Form von Außerirdische, das heißt ja auch nichts anderes als nur nicht die innerhalb dieser 3%, was hier jetzt an Hilfen möglich ist. Manche reden von den Plejaden oder so, das weiß ich nicht. Es würde mich nicht wundern, aber auf jeden Fall eines weiß ich.
Im Moment kann nur gelingen, was diese kosmische göttliche Unterstützung hat. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe, als ich noch mit dem Partner zusammen war, mir unglaublich viel eingebildet. Es waren fixe Ideen, weil ich es unbedingt wollte. Und es ging sowas von dem Bach hinunter. Und es wurde, und was wir dann erleben, wenn wir noch auf diesem Holzweg sind, ist, dass es immer verzwackter, immer verzwickter wird. Es spießt sich immer mehr. Es passt einfach nicht zusammen. Es fühlt sich nicht. Und dann kommt es zu einem Dead End, zu einem Ende, wo es ganz klar ist, es geht nicht weiter. Es ist eben nicht wie dieses natürliche Geburtsgeschehen. Ne? Es ist etwas Künstliches, was irgendwie hier in so einer Stahlrohr irgendwie transportiert wird. Und da ist ja auch bezeichnet, dass diese Pipeline jetzt gekillt wurde, weil irgendwie diese Rohre, diese festen, das erinnert mich wieder an den Neokortex, an diesen steifen, verkalkten, das ganze Alte, weißt du, und wenn das nicht kosmisch unterstützt wird, vom Universum nicht unterstützt wird, dann wird es nicht gelingen. Das heißt also, ich denke nicht, dass wir uns da Gedanken machen müssen und da keinen Widerstand bieten und da auch keine Resonanz bieten, ne? Sondern uns lieber auf die 97 Prozent um uns, ne? Da, wenn wir das hier verstärken, na, verstärken ist nicht das richtige Wort, wenn wir uns mit dem, wenn wir uns in das hineingleiten lassen und uns öffnen, damit das zu uns kommen kann, dann. Dann sind wir ja so gesehen auf der sicheren Seite. Ne? Und das erlebe ich tatsächlich. Auch wenn es dann mal dazwischen irgendwie ein bisschen, natürlich kommen auch Engpässe und dann, aber dann lässt man sich was einfallen oder es kommt eine, da kommen dann auch Magie und Wunder. Ne? Das passiert ja dann auch gerade bei so Engpässen. Ich finde ein schönes Sinnbild, das hier einiges zusammenführt, ist ein Kleinkind, das schaukelt oder lernt zu schaukeln, weil wenn du nicht im richtigen Rhythmus schaukelst, dann kommst du nicht vom Fleck. Und es ist so Ja. mühsam und anstrengend. Und sobald du in Resonanz gehst, mit dem, das ist ja der Resonanzeffekt, ist eine Schaukel, die, dann kannst du mühelos ganz hoch hinausschaukeln und das können vor allem das lernen Kleinkinder ohne Anleitung einfach so. Und das Interview, das ich gestern hatte, weißt du, wo mir die Tränen geflossen sind, das ich im Vorgespräch erwähnt habe, dort ging es darum, dass er gesagt hat, wir müssen das, wir müssen, das habe ich ja wieder müssen gesagt, nee, das kleine Kind in uns wiederfinden, weil das intuitiv, also das habe ich jetzt nicht gesagt, das tue ich jetzt andichten, aber einfach, das ist meine Interpretation, weil man dann intuitiv eben die Sachen wieder richtig macht und nicht mehr so ernst nimmt und dadurch löst man sich auch von diesen Strukturen, die in diesen 3% gefestigt sind, ja. Also Kinder kennen die Matrix in dem Sinne nicht so wie Erwachsene. Ja, das ist ja das Bezeichnende. In der 3% Matrix-Welt mussten wir diese Teile bekämpfen, unterdrücken. Nur so funktioniert dieses System, ne? Und ich kann definitiv bestätigen, bei mir ist meine Kleine und die ganze Kreativität und die Inspiration und die Neugierde und die Abenteuerlust ist immer dabei. Na, natürlich ist die auch froh, dass die Katharina, die Große, das Ganze ihr hier, also dass ich diejenige bin, die hier vorgeht, ne? Und den Weg kennt und so weiter, weil dadurch ist sie aufgehoben. Das ist ja wichtig, ne? Die Kinder können ja nur dann schaukeln, wenn sie wissen, sie sind sicher und aufgehoben. Und schön, dieses Bild, was du da beschreibst, das ist ein Momentum, das entsteht durch Bewegung, ne? Und es ist der dahinfließende Augenblick. Und das Pulsieren ist auch dabei, weil das ist ein pulsierendes, lebendiges, im Fluss eingebettet sein. Das ist doch eigentlich, wir kommen doch hier jetzt zu einem schönen Schlusswort, oder? Was sagst du? Finde ich auch, obwohl ich noch sehr gerne weiter sprechen. Aber wir können ja auch mal wir können auch noch ein weiteres Interview machen, wenn die Zuschauer das mögen. Bei mir, die Abonnenten, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Bitte noch eins mit Katharina. Und ich werde natürlich auch deinen Telegram-Kanal verlinken unten, dass alle diejenigen, die noch nicht bei dir abonniert sind, zu dir finden. Sofern sie mit dir in Resonanz gehen, ist ja auch nicht immer gegeben, dass. Soll so sein, das darf so sein. Willst du noch irgendetwas Spezielles zum Abschluss sagen? Naja, Oder? gerne, wenn, weil es verändert, also nicht verändert, es entwickelt sich permanent, wie du ganz richtig am Anfang gesagt hast, weiter. Wir steigen niemals zweimal in denselben Fluss und ich merke, dass seitdem ich da unten jetzt im Jahresbeginn unten war und seitdem ich das Buch gelesen habe, ne, hat sich so viel daraus entwickelt, und das geht immer weiter, ne? Das geht immer weiter, das wird immer noch mehr auf den Punkt. Und von daher, ja, gerne, wenn wir in der Zukunft, wenn es sein soll, wird es sein. Davon bin ich überzeugt. Ich fand das auf jeden Fall jetzt sehr, sehr angenehm.
sehr entspannt und doch sehr beleuchtend in diese dunkle Materie hineinleuchten. Ich denke, wir haben ein paar Felder haben wir ein bisschen angeleuchtet, ne? Und ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass es zu technisch wird, weil du hast eben auch sehr viel mit Astrophysik, Quantenmechanik und so machst du sehr viel. Und ich bin dort, ich muss mich immer wieder, also die Grundkonzepte habe ich, glaube ich, mehr oder weniger verstanden, aber ich glaube, sie verstanden zu haben. Aber wenn es dann sehr technisch wird und so, dann bin ich nicht in der, muss ich erst ins Thema reinkommen. Und ich fand das jetzt sehr schön, wie wir da, eben ohne zu technisch zu werden, sehr, ich würde sagen, einfach mundgerecht verständlich kommunizieren konnten, ja. Ich gehe immer von Menschen aus. Ich gehe auch ich gehe auch von mir aus, von meiner Erfahrung, von dem, was ich erlebe. Ich gehe nicht von irgendeiner Technik aus. Nein, nein. Alles gut. Okay, liebe Katharine, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mich gefreut, Jan. Und alle, die zugeschaut haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart und auf ein nächstes Mal. Auf ein nächstes Mal. Tschüss.